Moin und herzlich willkommen auf unserem YouTube-Kanal. Ja, heute geht es mal nicht um Reisen, heute geht es um unsere Kamera. Wir sind angeschrieben worden von der Firma Insta, ob wir zwei Kameras für euch einmal testen wollen. Ich möchte aber da jetzt nicht sagen, dass wir die testen, sondern wir möchten euch die gerne einmal vorstellen. Es gibt dort unzählige Tests auf YouTube, wo diese Kameras vorgestellt worden sind, bis ins Kleinste. Aber wir möchten diese Kamera also vorstellen für jedermann. Es ist eine Jedermann-Kamera. Das hat nichts mit YouTuber oder so zu tun. Diese Kameras kann jeder benutzen. Ein Handy oder beziehungsweise Smartphone macht ganz tolle Videos, macht auch ganz tolle Fotos. Aber diese Kamera, die ist so schön klein, die könnt ihr so ideal einsetzen. Ich werde euch das jetzt in dem Video zeigen. Wenn ihr Urlaubserinnerungen aufnehmen möchtet für euch selber oder wenn ihr, wie wir zum Beispiel, mit unseren Hunden laufen oder wenn ihr mit euren Enkelkindern unterwegs seid, dann ist es doch immer mit einem Handy problematisch. Und das möchten wir euch zeigen, die Handhabung von dieser Kamera. Wir möchten da jetzt nicht ins Detail eingehen, wie viel Pixel und 4K und das könnt ihr euch überall woanders auf YouTube angucken. Wie gesagt, interessant ist die Handhabung der Kameras. Das ist eigentlich das Tolle bei diesen kleinen Kameras. Bevor wir jetzt zu der Kamera kommen, muss ich euch noch erzählen, es gibt eine wahnsinnige Menge an Zubehör für diese Kamera. Selfie-Sticks in einer Länge von 1 Meter, 1,20 Meter, 3 Meter, Befestigung fürs Fahrzeug, eine kleine Tasche, damit sie geschützt aufbewahrt werden kann. Und was natürlich ganz wichtig ist, Linsenschutz. Ein Linsenschutz ist oberwichtig für diese Kamera. So sieht der Linsenschutz aus, wenn er aufgeklappt ist. Und wenn wir ihn über die Kamera machen, dann sieht das Ganze so aus. Dann natürlich auch ganz wichtig, der Saugfuß. An allen glatten Flächen können wir diesen Saugfuß befestigen. Und wir nutzen ihn wirklich an jeder Stelle, wo es möglich ist. Am flexibelsten ist man natürlich mit dem 3-Meter-Stick. Er kann wirklich für alles genutzt werden. Zusammengeschoben oder eben ausgezogen auf 3 Meter. Man kann wunderbar Höhenaufnahmen machen, die aussehen, als wenn eine Drohne fliegt. Man kommt über einen Abgrund. Also das ist wirklich etwas, was wir ganz oft benutzen. Ich habe diese Kamera mal wieder mit zu meiner Arbeit gehabt und zeige euch mal hier ein paar Ausschnitte, was man alles mit dieser Kamera anstellen kann. Das Schöne ist, ihr stellt sie irgendwo hin, die Kamera nimmt 360 Grad rundum auf und ihr könnt im Nachhinein, also wenn alles fertig aufgenommen wurde, im Nachhinein könnt ihr die Sichtrichtung bestimmen. Die Handhabung der Kamera ist so einfach. Ihr braucht im Prinzip, wenn ihr irgendwo unterwegs seid, nur die Kamera. Ihr schaltet sie ein, macht damit Videos oder ihr könnt auch Fotos damit machen. Egal wie ihr die Kamera haltet, der Horizont ist immer waagerecht. Hier sind wir bei unserem ersten Welpentreffen. Wir benutzen hier den 3-Meter-Stick. Das ist am einfachsten. Auch zusammengeschoben kann man den natürlich sehr gut verwenden. Einfach nur hinhalten die Kamera. Mehr nicht.
Um das Video letztendlich den richtigen Schliff zu geben, verbindet ihr es mit einem Smartphone, einem Tablet oder einem Rechner. Die Firma Insta stellt die jeweiligen Programme kostenlos zur Verfügung. Um euch mal einen kleinen Eindruck zu geben, haben wir das eben aufgenommene Video mit unserem Tablet verbunden und können jetzt das Video Stück für Stück anhalten, eine neue Sichtposition suchen, das bestätigen, das nennt sich mit einem Keyframe, dann lasst ihr es weiterlaufen, ihr stoppt es wieder ab, sucht eine neue Sichtrichtung und bestätigt diese. Zusätzlich könnt ihr noch rein- oder rauszoomen. Die Handhabung und die Vielseitigkeit dieser Programme, wie gesagt, für Smartphone, für einen Rechner, fürs Tablet, sind so mannigfaltig, das macht richtig Spaß, diese zu bearbeiten und sich dann das Ergebnis anzuschauen. Wir haben unsere gesamten Videos, die wir in unserem Urlaub gemacht haben, ich sag mal zu 95, ach fast 99% mit dieser Kamera gemacht. Ein paar Aufnahmen natürlich auch mit dem Smartphone. Wenn ihr das Ganze nachher bearbeitet habt, dann geht ihr oben rechts auf Exportieren, dann wird der fertige Film auf eurem Gerät abgespeichert. Das Originalvideo könnt ihr auf der Kamera lassen oder anschließend löschen. Ihr könnt natürlich auch, ich sag mal, aus der Rohmasse noch viele weitere Videos produzieren mit neuer Sichtrichtung. Nun seht ihr das fertige Video, was wir gerade zusammengeschnitten haben. Es ist wirklich beeindruckend, was man mit dieser Kamera alles machen kann. Ihr dürft euch natürlich jetzt nicht wundern, dass zu dem Video kein dazugehöriger Ton ist. Den habe ich mal weggenommen, um das störungsfreier alles zu erklären. Der Ton wird natürlich auch von der Kamera in 360 Grad aufgenommen. Auch noch vielleicht eine interessante Sache, wie sich die Kamera bei Dunkelheit bewährt. Nur mal so ein kurzer Ausschnitt. Ich bin der Meinung, diese Kamera macht auch bei Dunkelheit sehr gute Aufnahmen. Kommen wir jetzt noch einmal zur Kamera selber. Wir haben diese von der Firma Insta 360 zur Verfügung gestellt bekommen und zeigen euch jetzt noch einmal die Kamera etwas näher im Detail. Auf der Seite befindet sich der Ein- und Ausschaltknopf sowie ein Mikrofon. Auf der Vorderseite seht ihr ein Farbdisplay, wo ihr sämtliche Einstellungen vornehmen könnt. Es gibt auf jeder Seite der Kamera ein Mikrofon, daher auch 360 Grad. Auf der gegenüberliegenden Seite des Ein- und Ausschaltknopfes befindet sich unter einer Abdeckung der USB-C-Anschluss zum Aufladen des Akkus und zum Anschluss an einen Rechner, um die Aufnahmen zu übertragen. Darunter befindet sich das Fach mit dem Akku. Ebenfalls an dieser Stelle befindet sich die eingelegte Speicherkarte, die bis zu einer Größe von 128 GB genutzt werden kann. Und natürlich nicht zu vergessen an der Unterseite das Stativgewinde. Das soll es für heute über diese kleine, feine Insta 360 One
X2 erst einmal gewesen sein. Wir werden euch natürlich diesen Artikel unten in der Beschreibung verlinken. Im nächsten Video zeigen wir euch dann die InstaGo 2, eine noch einmal um die Hälfte kleinere Kamera. Wir verbleiben bis dahin wie immer. Ihr wisst ja, ein Daumen nach unten, der will verdient sein. Moin!